Hallo ihr Lieben. So, heute habe ich wieder mal einen Action-Haul für euch. Und zwar habe ich mir eingekauft einmal Rohmaterial, nenne ich das mal. Und zwar sind das unter anderem Kartenrohlinge, einmal quadratisch für 59 Cent. Dann die großen quadratischen für 64 Cent. Und noch die Standardgröße A6 jeweils für 59 Cent. Da ich ja immer wieder Kartenrohlinge brauche für meine Videos, habe ich da mal wieder nachgekauft. Dann habe ich mir gekauft diesen Kleber. Der hat 85 Cent gekostet. Und da kaufe ich mir jeweils auch ein paar davon, damit ich einfach wieder auf Vorrat die zu Hause habe. Was ich jetzt neu gekauft habe, um das mal auszuprobieren, das ist, hat 89 Cent gekostet, ist dieser Kids Eco Glue. Und den gebe ich meinen Kindern und dann werden wir mal sehen, wie das so funktioniert, wie der hält und ja, wie die damit klarkommen. Das ist eine relativ große Flasche, ist geruchsfrei und lässt sich auch gut wieder auswaschen. Dann gab es solche Blütenmitten für 59 Cent, also Staubfäden. Habe ich einmal die mitgenommen, das sind drei so kleine Packungen jeweils drin und einmal in den Farben Weiß, Grau und Schwarz. Dann hatten sie diese süßen Flaschen für 56 Cent. Einmal habe ich da diese kleinen mitgenommen und einmal die größeren. Die haben aber gleich viel gekostet. Und die sind aus Glas. Dann habe ich mitgenommen für 56 Cent diese Elastikschnüre. Zwei Packungen habe ich da mitgenommen. Und dann gab es noch diese LEDs mit so süßen Hasen. Die fand ich total niedlich und für 1,48 € habe ich die jetzt auch mal mit nach Hause genommen. Dann habe ich noch einen Sprühkleber mir gekauft. Diesen hier. Einfach mal, um das auszuprobieren. Ich werde das in einem Raum machen, den ich gut lüften kann, weil diese Sprays haben ja immer so ein Aerosol drin und der ist dann nicht gerade gesund und deshalb hat hier hinten auch so Zeichen drauf. 1,99 € hat der gekostet, aber ich dachte mir, je nachdem ist es halt praktischer manchmal mit den gestanzten Sachen, um die dann aufkleben zu können, wenn man die so einsprüht. Dann habe ich für eine Kollegin von mir, eine Freundin, habe ich die hier gekauft. Die wird sie dann von mir geschenkt kriegen. Die sind 99 Cent haben die gekostet. Das sind so Geschenkanhänger. Und ich nehme die mal raus, damit ich die mal zeigen kann. Und zwar sind das so, das ist Cardboard. Also diese Pappe. Also richtig dick und stabil. Und da sind immer zwei vom selben dabei, also zweimal diese Blumen, dann diese Zweige und genau, hier kann man sehen mit Folie noch, die finde ich total schön. Dann mit so einem Vogel und auf der Rückseite sind die immer einfach weiß, da kann man auch ganz gut drauf schreiben, wenn man das dann wirklich als Geschenkanhänger nutzen möchte. Ja, gefallen mir sehr, sehr gut und halt wirklich. Die sind wirklich stabil. Also das, ja, wenn man das an ein Geschenk wirklich dann hängt, braucht man da auch keine Angst haben, dass sich das verknickt oder irgendwas. Die habe ich ihr gekauft. Und dann habe ich Geschenkboxen gesehen und dachte mir doch, die nehme ich jetzt mal mit. Die haben 89 Cent gekostet. Da sind drei Stück drin. Hier vorne kann man schon sehen, wie die dann aussehen. Und ich habe natürlich eine dieser Boxen mal zusammengebaut, einfach mal, um zu zeigen, die ist echt groß. Also,
Das ist eine richtig, richtig schöne Geschenkbox. Da passt auch ordentlich was rein. Und das Ganze ist ohne Kleber. Also das ist wirklich nur so zusammengefaltet, ineinander gesteckt und dann mit diesem Band kann man das verschließen. Ja, man könnte auch, wenn man sagt, ich möchte keine Box machen, auch einfach dieses wunderschöne Papier verwenden. Das ist einfach nur genial. Ich finde es total schön. Und deshalb wollte ich das unbedingt zeigen. Ja, da habe ich mich richtig, richtig gefreut, dass ich da die mitgenommen habe. Ich habe da zwei Packungen. Ich zeige die andere nachher auch noch. Das waren noch die anderen, die in dieser Packung drin waren. Es spiegelt jetzt ganz heftig, aber da sind so Knospen drauf, würde ich mal sagen. Also Punkte, rosa Punkte. Und hier haben wir noch so Kakteen und oh, ich liebe dieses Holographie. Also ja, ich finde die total klasse. Ich freue mich riesig, dass ich die mitgenommen habe. Und das war die zweite Packung. Und da waren drin einmal dieses. Und dann das Dunkle, das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Und dann noch mit diesem Leoparden. Und ja, da werde ich nächstes Mal, wenn ich da bin, wahrscheinlich wieder mitnehmen und wahrscheinlich auch die anderen noch. Aber wie es häufig alt ist, man muss es ja mal so in echt sehen, weil nur von dem Bild da hinten, ja, erkennt man ja noch nicht, dass es dann sowas ist. Dann habe ich für meine Kinder auch wieder Sachen gekauft und zwar, das finde ich so, so genial, ja, die haben jeweils 92 Cent gekostet. Und das sind Wasserfarbenbücher. Und ich bin ja häufig mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs mit meinen Kindern. Und da ist es ratsam, etwas dabei zu haben. Jetzt ist es aber so, dass wenn dann der kleine Rucksack dann gepackt wird, dann wird er halt relativ schnell schwer, wenn da Stifte und Papier und Bücher mitgehen. Und das hier, da, ja. Also, man hat einen Pinsel drin, der ist schon drin in dem Buch. Und die Seiten kann man natürlich auch einzeln raustrennen. Und das da unten, das sind Wasserfarben. Also wenn man den Pinsel nass macht und darauf geht, dann kann man hier Farbe wegnehmen und hier vermalen. Und das ist auf jeder Seite drauf. Und wenn man dann fertig koloriert hat, kann man diese Farbe wegnehmen und hat dann einfach nur noch das Bild. Ja, ich bin echt begeistert. Ich finde das so, so eine klasse Idee. Und es ist, da geht das mit. Wasser hat man immer irgendwo. Und da können die Kinder malen. Und dann kann man das einpacken und ja, absolut toll. Ich zeige euch schnell noch die Motive. Also hier haben wir einfach so Meerestiere. Also kann man natürlich auch selber verwenden, wenn man sagt, ich male gerne aus. Ich habe es jetzt in meinem Fall wirklich für meine Kinder gekauft. Und zwar, wie gesagt, aus dem Grund, weil ich da echt froh bin, wenn ich jeweils was mit dabei habe. Ohne, dass die sich dann beklagen, oh, mein Rucksack ist zu schwer. Weil das wiegt auch kaum was. Und hier haben wir so Drachen und Einhörner. Und hier sind dann nochmal so Tiere drin. Ja, total süß, so Tiger und ich gehe da jetzt relativ schnell durch. Ich will ja niemanden langweilen, aber sowas finde ich absolut, ja, damit hat man mich dann. Das ist einfach nur toll. Dann waren im Angebot diese Stifte für 54 Cent. Das sind Bleistifte. Und ja, mein Kleiner drückt ja immer sehr stark auf und spitzt die bis zum, ja. Und deshalb habe ich da mal wieder Nachschub besorgt. Dann habe ich so eine Schürze nochmal gekauft. Ich habe davon schon welche. Ich finde die total gut, weil sie halt auch lange Ärmeln haben. Und die waren auch im Angebot für 1,49. Dann ist ja schon bald Ostern und ich habe mal diese Girlande gekauft. Die hat 99 Cent gekostet
Und die werde ich meinen Kindern geben, um die damit, ja, die zu basteln, weil die machen das noch gerne, solche vorgefertigten Dinge zu basteln. Und ich habe noch diese Schälpens gekauft für 4,49 €. Und da sind 48 Stück drin. Und da hat man Metallic, Glitzer, Pastell und normale Farben. Ja, braucht man, glaube ich, nichts zu sagen. Bei dem Preis toll. Dann habe ich mir Stifte gekauft. Und zwar muss ich an dieser Stelle mal sagen, vielen lieben Dank, liebe Helga. Die hat das nämlich in meiner Facebook-Gruppe gepostet, dass sie sich diese Stifte gekauft hat. Und nur darum habe ich die überhaupt mitgenommen, weil sonst hätte ich die wahrscheinlich einfach gar nicht beachtet. Und zwar sind das diese hier, die nennen sich Outline Markers. Das sind so Metallic-Stifte. Kosten 1,59 €. Und ich habe die natürlich schon mal getestet, und zwar einmal auf schwarzem Papier. Und da sehen alle drei ein bisschen ähnlich aus. Da kann man so nicht wirklich einen Unterschied feststellen, aber man kann es lesen. Also wenn man jetzt auf schwarz schreiben möchte. Und hier sieht man diesen coolen Effekt. Man hat bei Grau, also Gray, sieht man, da hat es so einen Rand außen. Und der bildet sich von alleine. Also bei diesem Blossom ist es so ein Pinkton. Und beim Red, Rot, ist es natürlich Rot. Jetzt kann man es, glaube ich, gut erkennen. Ja, und diese Stifte habe ich mir gekauft. Und deshalb vielen Dank, liebe Helga. Dann habe ich mir geholt, und zwar, ja, Helga, du wirst heute ganz schön häufig erwähnt, aber sie hat mich gefragt, ob ich denn mal was zeigen kann mit diesen Randstanzen. Und zwar hat da eine Packung 1,29 € gekostet. Da sind immer jeweils drei Randstanzen drin. Und ich werde dazu dann ein Video machen. Wann genau, kann ich jetzt noch nicht sagen. Ich habe aber hier schon mal das Ganze so ein bisschen ausgestanzt, damit man da mal sich das ansehen kann, wie das dann so ausgestanzt aussieht. Weil von der Verpackung her kann man das ja immer nicht so gut erkennen. Und hier haben wir bei dieser hier einmal diesen, ja, also gezackt ist das falsche Wort, aber diesen speziellen Rand halt. Und dann diese Wellen. Und hier noch so Wolken, nenne ich das jetzt mal. Total schön. Einmal habe ich mir die geholt. Dann gab es die hier. Und da haben wir einmal diese Mäschchen und da diesen Zickzackrand und diese Dreiecke. Dann diese Stanze hier, diese Stanzen. Da haben wir einmal so einen Bogen mit so ausgestanzten Punkten, dann so eine Welle. Und hier noch so ein Blasenmuster, nenne ich das jetzt mal, weil es sind sowieso Bläschen vom Meer oder Seifenblasen. Dann habe ich die geholt. Das ist einmal einfach so ein Rand. Den kann man entweder so verwenden oder die Gegenseite jeweils natürlich auch. Dann so eine geschwungene, gelochte Wellenkante und diese Herzen. Und das Negativ hier kann man natürlich auch immer verwenden, aber ich habe jetzt nicht alles aufbewahren wollen für das Video. Und habe ich die noch. Und da sind einmal so, das ist jetzt gerade mit diesen ausgestanzten. Dann diese Zickzack mit Naht und noch Sterne. Und die letzte dieser Stanzen, das ist einmal so ein gewellter Rand. Dann so eine
feine Wellenkante und noch diese, ich hinterlege jetzt mal, dass man das erkennen kann, diese. Dann habe ich, um meine Videos besser zu organisieren, weil ich da gemerkt habe, ich brauche mittlerweile wirklich was, wo ich meine Ideen reinschreiben kann und das auch ein bisschen planen kann, habe ich mir diesen Planer geholt. Den gab es für 2,26 Euro und der ist halt so ein bisschen unterteilt und da kann ich jetzt halt ganz gut mir das so ein bisschen einplanen, kann mir Ideen aufschreiben oder auch wenn ich Anregungen von euch jeweils kriege, das mal irgendwo notieren, wo das halt dann so gesammelt ist, weil ich bin sonst so ein Klebezettel-Typ und dann, ja, die verschwinden dann und so habe ich das alles mal in einem Buch zusammengefasst sozusagen und das werde ich jetzt einfach mal versuchen. Dann habe ich für 69 Cent diesen Block gekauft mit so Regenbogen und ich meine, das geht ja immer. Regenbogen geht wirklich immer und ja, auch sowas mal für den Hintergrund, dann so Streifen. Das finde ich auch total schön, dieser Regenbogen-Effekt. Dann Punkte, so gerade für so Geburtstage und so. Den habe ich mir geholt. Dann habe ich von diesen 3D-Blöcken, der hat 1,49 gekostet, habe ich mir diesen hier geholt. Und da sind, ich blätter da mal kurz durch, dass ihr euch die Motive hier ansehen könnt. Die ist auch süß. Ja, es hat so ganz süße Motive drin. Auch dieser Igel gefällt mir sehr gut. Oder der Panda. Ja. Und da kommt dann bestimmt mal ein 10-Karten-Video. Ich sage jetzt nicht wann, weil ich möchte mir das ein bisschen offen halten. Denn genau wie ihr brauche auch ich Lust darauf, um sowas zu machen. Und dann kommt es auch gut. Das ist dieser Block hier. Dann für 72 Cent habe ich mir diese Stempel geholt. Und zwar diese mit diesen Blüten, weil ich finde die halt einfach wirklich schön. Und damit kann man, finde ich, auch sehr viel machen. Mit so Blüten. Dann habe ich für 1,33 Euro habe ich mir diesen Block hier geholt. Auch hier Regenbogen und Einhörner. Und schaut euch das an, wie das glitzert. Das sind nicht immer alle. Das ist immer einer, ist beglittert. Und dann kommen zwei, die nicht beglitzert sind. Aber auch diese Palme. Oh. Ja. Und die sind ja jetzt neu. Also neuer. Ich habe schon welche bekommen von der lieben Doris. Weil die hat letztes Mal mir Produkte mitgenommen. Da war ich echt froh, weil ich selber gar nicht dazu kam, noch in den Action zu fahren, weil das liegt ja bei mir nicht gerade um die Ecke. Ich fahre da schon einen Moment hin. Und von daher war ich da echt dankbar, dass sie mir da Sachen mitgenommen hat. Und ich habe mir jetzt noch diesen hier gekauft. So, das waren jetzt alle Motive. Dann habe ich für 76 Cent habe ich mir diese Adhesive Sheets geholt. Ich muss die, glaube ich, mal rausnehmen, weil ich habe die selber noch gar nicht mir angeschaut genauer. So, also das eine fühlt sich so ein bisschen ledrig an, also so falsches Leder. Und dann hat es ein Stück drin, das ist vom Anfassen her ein bisschen rau, aber es kommt kein Glitzer weg, so wie ich das jetzt sehe. Und schwierig zu sagen, wie sich das anfühlt, so ein bisschen stoffig, aber es ist, glaube ich, kein Stoff. Aber ihr seht es schon, es ist recht biegsam. Und dann noch dieses Stück. Und die sind halt selbstklebend, da kann man sich was ausstanzen oder das so als Hintergrund verwenden und ich habe das einfach mal mitgenommen, um zu sehen, wie das so zu verwenden ist dann. Dann habe ich mir diese Fellsticker oder selbstklebenden
Fellsticker geholt. Die haben 79 Cent gekostet. Einmal in Giraffe und da sind zwei Bögen drin. Und da haben vor allen Dingen auch Kinder Spaß, damit zu arbeiten. Weil das ist halt flauschig und ja, ich habe schon mal mit Kindern Taschen verziert und dann durften die auch so Tierfell verwenden. Das gab es mal in anderen Verpackungen und auch mit farbigem Kunstfell für Kinder. Und damals, die fanden das so toll. Hier noch Tiger. Dann in der Kinderabteilung habe ich diese Foilart entdeckt. Und ich habe mir gedacht, ich kaufe mir mal so eine für 99 Cent und sehe mir mal an, wie die Folien da drin denn aussehen. Weil die kann man nämlich auch so verwenden. Da braucht man doppelseitiges Klebeband oder Kleber, der klebrig bleibt. Und dann kann man mit dieser Folie arbeiten. Und ich wollte es halt einfach mal zeigen, weil man sonst vielleicht an sowas vorbeiläuft und gar nicht weiß, was da eigentlich drin ist. Weil so Folien, die sind echt toll. Und ich finde klasse, dass man hier, ihr seht es schon, wirklich sehr viele verschiedene Folien drin hat. Klar, nicht riesen Mengen. Das ist Verpackung. Aber viele Folien. Oder nee, das ist auch eine Folie. Auch spannend. Wo man sich so ein bisschen mal austoben und ausprobieren kann, ohne dass man sich gleich so eine ganze Rolle kaufen muss irgendwo. Und 99 Cent. Also falls ihr euch überlegt, mal mit so Folien zu arbeiten, würde ich euch empfehlen, sowas mal zu kaufen. So ein Tipp. Und das findet ihr, wie gesagt, bei der Kinderabteilung. Dann auch in der Kinderabteilung für 61 Cent habe ich mir diese Glitzerfolien zum Aufbügeln gekauft. Da ist nichts vorgestanzt, das könnte man ausschneiden oder eben man stanzt sich selber was raus, um das dann irgendwo auf ein T-Shirt oder so aufzubügeln. Und ich habe einfach jetzt diese zwei Farben mitgenommen. Dann habe ich entdeckt für 96 Cent diese, und die sind auch selbstklebend. Und da hat man einfach so einen groben Glitzer und dann so einen feinen. Einmal in Gold. Dann in so einem rosa Schimmer-Dings mit Zartrosa. Dann hier nochmal so ein Zartrosa, aber dann so ein Pink. Und hier so ein Lila, würde ich es jetzt nennen. Und das hier ist so ein Blau-Lila. Gefällt mir mega. Also, oh, die Farbe oder Farben, muss ich hier sagen. Dann hier haben wir so ein wunderschönes Blau. Und Silber kann man ja immer gebrauchen. Und dann noch Silber in grob und so einen weißen. Dann habe ich für 49 Cent jeweils diese zwei Packungen geholt. Und da sind einfach so ausgestanzte Motive drin. Also das sind jetzt keine Sticker, aber man hat 3D-Klebepads drin. Ich nehme die nur mal so ein bisschen raus, damit ihr die Größe sehen könnt. Oh wow, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Die sind riesig. Cool, also gerade dieses Eichhörnchen. Und ich sehe gerade, die sind mehrfach drin. Oh, cool. Ja, das ist so eine, da kauft man sich was. Überlegt hin und her, nehme ich das mit. 49 Cent, dachte ich, ja klar. Da kann man ja gar nichts falsch machen. Und dann sieht man dann, wie riesig schön diese Motive sind. Toll. Und auch noch, oh, der Igel. Ja, echt toll. Vogel, ja. Ganz, ganz toll. 3D-Klebepads sind auch drin. 49 Cent kann ich also nur empfehlen.
Und ich nehme die Blumen jetzt auch mal raus, weil wenn die ja so groß sind. So, hier wieder 3D-Klebepads. Oh ja. Das ist toll. Und die sind auch nicht ganz dünn. Also die sind schon ein bisschen stabiler. Ja, toll. Fahren schon alle runter. Aber ihr könnt schon sehen, die sind echt wirklich toll. Ja. Dann habe ich 3D-Sticker entdeckt. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, die waren auch bei den Kindern bei uns. Sonst bei den Stickern. Das ist ja immer ein bisschen unterschiedlich, wo die versorgt sind. 69 Cent, so. Und da hat es an gewissen Stellen so Lack, Akzente oder auch Sticker. Und die sehen, Sticker, Straßsteine. Und die sehen wirklich toll aus. Die sind wirklich schön gemacht. Und hier, die musste ich natürlich auch mitnehmen, mit den Pommes und dem Burger. Ich finde das so toll. Ja, die habe ich mitgenommen. Und dann hat es da so, das sind Foam-Sticker, also so Schaumsticker. Aber die sehen aus wie so Cardboard. Also die sehen halt wirklich so wie diese Graupappe-Sticker, nenne ich die jetzt mal. Und die wären eigentlich relativ teuer jeweils. Und diese hier, die kosten jetzt pro Packung 69 Cent und sehen aber optisch so aus. Ich suche die mal so ein bisschen, dass ihr die erkennen könnt, die Motive. Dann mit so Kakteen. Und hier noch so mit Vögelchen und Herzen, Blüten. Die habe ich mir gekauft. Und dann für 94 Cent, das sind so doppelseitige, einmal diese Seite hier. Total schöne Sticker. Und dann die hier. Und oh, dieser Fuchs. Einfach süß und schön. Und auch sowas oder so eine Landschaft, das sieht einfach toll aus. Dann hier diesen mit eher witzigen Stickern. Und dann noch diesen. Und da fand ich halt diese Vögel und auch diesen. Ich fand den so witzig. Und hier hinten. So, und als letztes habe ich mir noch für 6,95 Euro diese Hasenfamilie geholt. Oder halt Hasenmama mit Babys, wie auch immer, zur Osterdeko. Ich finde die so, so süß. Ja, und deshalb habe ich die mitgenommen. Die sind, ja, die sind so knuffig. Ja, mit niedlich kriegt man mich auch immer. So, ihr Lieben, das war's auch schon wieder. Ich hoffe, mein Haul hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.